sehr geehrter Herr Landeshauptmann, Herr Landtagspräsident, Herr Abgeordneter, Herr Bürgermeister, aber vor allem liebe Steinbrunnerinnen. Es ist immer eine Freude, bei euch beim Frauentag zu sein. So viele Frauen, so viele engagierte Frauen zu sehen, ist natürlich, da lacht mein Herz, kann ich nur ganz einfach sagen. Die Astrid hat das übernommen und wir haben, Astrid hat auch schon gesagt, der Frauentag ist ein Tag, wo die Frauen vor knapp 100 Jahren oder vor über 100 Jahren gekämpft haben um die Rechte, um ein Wahlrecht, das in Österreich 1919 eingeführt wurde. Es bedarf immer starker, mutiger Frauen, um etwas weiterzubringen. Und hier in Steinbrunn gibt es so eine mutige Frau, die sehr viel gemacht hat für die Steinbrunner Frauen. Unter der Sisi wurden die Frauenkulturtage eingeführt, soweit ich weiß. Haben schon Tradition. Die Sisi und ich, wir sind schon sehr lange Weg miteinander, Streit dafür die Frauen. Wegbegleiterin ist die Sisi. Wir haben 2000 begonnen unter der Gabi Arnberger als ihre Stellvertreterinnen. Ich danke dir für deine Unterstützung, die du mir immer zukommen hast lassen. Wie gesagt, es ist kein Abschied. Bleibst du auch weiterhin im Landesfrauenvorstand. Es ist nur ein Dankeschön. Und ich denke mir, dieser Tag ist dafür geeignet, um Danke zu sagen. Und dann möchte ich euch umdreht und kurz einmal nicht aufpasst, ist eine riesengroße Lücke bei irgendwas, was man glaubt hat, das haben wir erreicht, ist wieder weg. Es ist problematisch, es ist wirklich sehr problematisch und ich verstehe nicht, dass 52% der Bevölkerung nicht ausreichen, dass man zumindest 100% der gleichen Rechte haben wie die Männer. Liebe Sisse, liebe Bezirksfrauenvorsitzende, liebe Frauen, die sind heute im Mittelpunkt des Internationalen Frauentages, lieber Bürgermeister, lieber Präsident. Ich freue mich, dass ich heute in Steinbrunn sein kann. Ich habe das Warming-up schon in Apethlon gehabt, das war die erste Machtaktion der SPÖ im Vorfeld der Landtagswahl. Und natürlich müsste man fast öfters einen Frauentag machen, weil die Frauen für unsere Gesellschaft sehr, sehr viel leisten. Nein, nicht noch mehr vor mir. Nein, man muss wirklich dazu sagen, ob das in der Wirtschaft ist, in der Politik ist oder in der Verwaltung ist. Ich bin für die Verwaltung des Burgenlandes verantwortlich. Wir haben circa, natürlich beim Straßenbauamt, da sind ca. 300 Männer beschäftigt. Das drückt natürlich ein bisschen die Statistik, aber einen sehr, sehr großen Frauenanteil und vor allen Dingen immer mehr Spitzenpositionen, die von Frauen besetzt werden. Ja, weil die Frauen wirklich einen Ehrgeiz haben, bestens ausgebildet sind und Fortbildungen machen. Und also insofern
und konsequent sein. Ja? Also, und manchmal auch ein bisschen bissig sein. Ja? Das gehört aber auch dazu. Ja? Ja? Ohne dem geht's auch nicht mehr. Irgendwann muss man sagen, das muss jetzt umgesetzt werden. Also das ist ja eine Umschreibung für Konsequenz gewesen. Ja? Und wenn es nicht passiert, sage ich selber bitte, beißt ein bisschen. Ja? Meine neue Büroleiterin ist übrigens auch das erste Mal eine Frau, die seit einigen Monaten eben unser Büro leitet und eine ganz wesentliche und wichtige Aufgabe hat und sie in kurzer Zeit auch sehr, sehr gut eingearbeitet hat. Die Astrid hat eine ganz wichtige Funktion. Sie ist Mitarbeiterin des Beteiligungsmanagements. Wir haben 150 ausgelagerte Firmen. Sie haben erstmalig in der Geschichte des Landes das bis jetzt in den Griff bekommen. Ja, da ist die Frau Magister Meserich, auch eine sehr tüchtige Frau, die ist eigentlich nur eine Frau im Grunde tut. Ja, und das erste Mal in der Geschichte des Landes haben unsere 150 Landesbeteiligungen so fürs erste Mal halbwegs in den, das ist noch nicht abgeschlossen. Und aufgrund dieser erfolgreichen Tätigkeit wird die Astrid auch in nächster Zeit bei uns in der Finanzabteilung, das ist eine Herzabteilung, da gingen 1,1 Milliarden Euro pro Jahr drüber. Also auch dort wird sie dafür sorgen, dass die Landesgelder und das Landesbudget immerhin 1,1 Milliarden Euro pro Jahr effizient, sparsam und wirtschaftlich eingesetzt wird. Also bei uns, ich kann viele Beispiele sagen, wo Frauen federführend tätig sind und auch die Astrid gehört zu jenen dazu. Also insofern Frauen sind am Vormarsch. Ja, und ich möchte mich auch bedanken. Ich möchte mich bedanken bei Bürgermeister, Vizebürgermeister, Gemeinderat, bei den Frauen. Und da möchte ich alle mit einbeziehen, weil wir sind eine sozialdemokratische Familie. Wir müssen zusammenhalten. Wir brauchen die Frauen. Wir brauchen die Männer. Wir brauchen die Jugend. Ja, wir brauchen die Pensionistinnen und Pensionisten, wenn wir erfolgreich sein wollen. Da sitzt man alle gemeinsam in einem Boot. Und ich möchte auch nur noch einen Satz dazu sagen, warum ist das so wichtig? Erstmalig in der Zweiten Republik seit fast 70 Jahren ist der Proporz abgeschafft. Also die Gemütlichkeit einer Proporzregierung, so wie das im vorigen Jahrhundert noch gut und richtig war, ist vorbei. Es geht am 31. Mai wirklich darum, ob wir weiter in der Regierung sind oder nicht sind. Ob die Sozialdemokratie diesen erfolgreichen rot-goldenen Weg fortsetzen kann oder ob es eine Mehrheit gegen uns gibt. Und wenn jemand sagt, die Grünen werden nie mit den Freiheitlichen an ÖVP-Landeshauptmann stellen, dann gibt es gar nicht so weit weg wie der Neustadt. Dort ist die größte Sünde der Grünen passiert. Ich habe mir ermöglicht, wer grün gewählt hat, hat schwarz-blau bekommen in der Stadtregierung. Und wer garantiert das im Burgenland, dass das nicht passiert? Ich habe da noch nichts gehört von dem Ganzen. Ja, die drucken sich um die Aussagen. Und darum geht es, dass wir so stark werden, dass nicht eine gescheckerte, wie beim Seewinkel sagt, Regierung, sie sagen Bund, Regierung im Burgenland diesen erfolgreichen rot-goldenen Weg unterbricht. Wir müssen dieses 18. Mandat holen. Ich bitte euch wirklich alle, das an eure Freundinnen und Freunde weiterzugeben. Das ist noch nicht ganz durch, dass der Proporz weg ist. Das ist aber nicht ganz durch, was die in Wiener Neustadt gemacht haben. Nämlich, dass die Grünen schwarz-blau ermöglicht haben. Also da müssen wir wirklich intensiv arbeiten, aufklären, weil das wirklich die erste Wahl seit 45 ist, seit fast 70 Jahren, wo der Proporz weg ist und wo es Koalitionen gibt. Und ich bin auch dankbar bei allen, die bei der Umfrage mitgemacht haben, weil 88% haben gesagt, mit allen zu reden und dort etwas zu tun, wo wir unser Programm umsetzen können. Und das ist ganz, ganz wichtig, sonst tricksen uns die im Hintergrund aus. Das geht nicht, das wollen wir nicht. Ich bitte um eure Unterstützung. Und erstmalig ist auch so, dass man 9 Tage schon vorher wählen kann.
Also nicht nur am 31., sondern schon 9 Tage vorher. Es gibt 2 Wahltage. Wenn jemand im Urlaub ist oder sagt, ich möchte meinen Stimm schon abgeben, weil was ich gemacht habe, ist gemacht, bitte ich das auch weiter zu sagen, auch bei jungen Leuten. Es gibt manche, die sind bis in der Früh unterwegs und dann am nächsten Tag schlafen sie gern, dann bringt man es nicht auf. Ich spreche aus eigener Erfahrung, aus der eigenen Familie. Also insofern gibt es 9 Tage vorher schon die Möglichkeit, dass gewählt wird am Freitag am Abend und dass wir so auch eine möglichst hohe Wahlbeteiligung vor allen Dingen von unseren Wählerinnen und Wählern bekommen. Ich bitte euch um eure Unterstützung. Ich denke, es ist wirklich eine Richtungswahl. Da geht es darum, sind wir in der Regierung oder sind wir nicht? Und denen, siehe noch in der Neustadt, ist nicht zu trauen. Da müssen wir schnell sein, da müssen wir stolz sein und dann werden wir gut für unser Heimatland Burgenland arbeiten. Dankeschön. Dankeschön. Also nochmal vielen Dank, Herr Landeshauptmann, für deinen Besuch. Und ich will es jetzt auch nicht mehr allzu lang machen. Ich habe gesehen, das Buffet ist aufgefüllt worden. Also ich wünsche uns heute noch einen schönen, gemütlichen Vormittag und danke für eure Unterstützung. Heute in Steinbrunn wird groß gefeiert, die Frauentag. Sind Sie auch dabei? Was bedeutet das? Was sagen Sie da dazu? Also der Internationale Frauentag hat einen großen und wichtigen Stellenwert. Frauen haben heute in unserer Gesellschaft ganz wichtige Aufgaben. Sie sind im Bildungsbereich führend vertreten. Immer mehr Frauen gibt es auch in führenden Positionen in der Wirtschaft. Und auch bei uns im Land Burgenland machen die Frauen einen sehr großen Anteil aus. Sie leisten für unser Heimatland Burgenland wirklich Herausragendes. Und deswegen gilt gerade beim Internationalen Frauentag mein Respekt, meine Anerkennung und mein Dank an die vielen Frauen des Burgenlandes, die in ihrem Beruf, aber auch in der Familie und auch im gesellschaftlichen Bereich bei den Vereinen hervorragende Arbeit leisten. Und auch die Journalistinnen leisten ausgezeichnete Arbeit. Herr Kameramann. Ich möchte uns im Namen des Nachwuchsgemeinschafts Schabrunzi-Liberal recht herzlich für Ihre Unterstützung bedanken. Wieder auf 3 sagen wir jetzt. Vielen Dank, Herr Landeshauptmann. Danke, Weg. Schön, dass gar nicht gern mitgebracht von unserem. Da machen wir mal ein Foto. Ja. Herr schon alle, Robert. Herr schon, wieder. Morgen ist der Frauentag. Was bedeutet das für die und diese jetzige Gesellschaft? Ja, wir sind froh, dass es den Frauentag gibt, dass sich vor über 100 Jahren Frauen dafür eingesetzt haben, dass das Wahlrecht kommt, dass die Gleichberechtigung oder die Gleichstellung Frauen-Männer kommt. Wir sind noch lange nicht am Ziel. Vor allem haben wir jetzt zu kämpfen mit der Armutsfalle der Frauen. Das heißt, wenn die Frauen Teilzeit arbeiten oder durch Pflegeangehörige oder Kinder zu Hause bleiben, dann verdienen sie natürlich viel weniger als die Männer. Wenn sie dann in die Arbeitslose kommen und von der Arbeitslose in den Notstand, dann ist es halt so, dass das Partnereinkommen angerechnet wird und da sind wir auch dafür, dass dieses wegfällt, denn durch das, dass Männer mehr verdienen als Frauen, bekommen Frauen dann oft keine Notstandshilfe mehr und dadurch ist die Armutsfalle halt dann wieder sehr stark im Kommen. Und daher ist unsere Forderung auf jeden Fall die Anrechnung des Partnereinkommens, dass die wegfällt. Für das stehen wir Frauen. Astrid Alles, Frau-Vorsitzende in Steinbrunn. Heute haben Sie erst einmal organisiert das traditionelle Fest zum Frauentag. Wie war die Vorbereitung? Wie sind Sie zufrieden mit der heutigen Besuchanzahl? Mit dem Landeshauptmann? Also die Vorbereitung, muss ich sagen, die war schon recht anstrengend, aber das sind wir eh gewohnt als Frauen, dass wir ordentlich mit anpacken. Ich muss sagen, ich habe ein ganz hervorragendes Team, die mich ganz toll unterstützen in allem. Wir haben uns die Arbeiten alle aufgeteilt. Wir haben immer wieder Sitzungen, zu denen wir uns treffen, wo wir das alles durchgehen, wie das organisiert wird, wer was macht. Ich muss auch sagen, es waren alle ausgesprochen pünktlich. Auch die Männer haben uns ganz toll unterstützt hinter der Bar und beim Servieren. Und ich bin sehr zufrieden heute mit der Veranstaltung. Also es war ein ganz toller Besuch. So viele Frauen waren da und ich glaube, es hat jedem gefallen. Und auch der Besuch vom Landeshauptmann war natürlich dann ein ganz besonderes Highlight heuer. Und also ich bin sehr zufrieden unterm Strich.